In den heutigen Tag geht es mit einem Zitat von Christian Drosten. Er postete gestern bei Twitter: Wer glaubt, durch eine Infektion sein Immunsystem zu trainieren, muss konsequenterweise auch glauben, durch ein Steak seine Verdauung zu trainieren. Also wenn das der Wahrheit entspricht, haben mich alle Ärzte 40 Jahre lang belogen. Nicht selten gab es bei grippalen Infekten keine Medikamente, sondern den Hinweis auf Wadenwickel, damit sich das Immunsystem neu aufbaue. Ist das alles falsch gewesen? Dann erwarte ich demnächst Studien, wissenschaftliche Studien, die belegen, dass der Mensch gar kein Immunsystem habe. Bedanken möchte ich mich bei dem Kollegen Henning Rosenbusch aus Stockholm, der das Ganze aufgriff in seinem Twitter, Telegram, Facebook-Account. Donnerstag, der 30. Dezember 2021. Vielleicht auch nochmal Gelegenheit daran zu erinnern, dass viele Begebenheiten des vergangenen Jahrhunderts auch wissenschaftlich bestätigt waren. Still und ohne Medienaufmerksamkeit haben die Centers for Disease Control and Prevention, also die US-amerikanischen Robert-Koch-Institute, das PCR-Verfahren als gültigen Test zum Nachweis und zur Identifizierung von SARS-CoV-2 zurückgezogen. Das Ganze nach dem 31. Dezember 2021. Die CDC räumt ein, dass der PCR-Test nicht zwischen SARS-CoV-2 und Influenza-Viren differenzieren kann. Wieso dominiert das nicht die Nachrichten, werden Sie fragen. Ein Grund kann sein: Viele Nachrichten beziehen die meisten Meldungen von der Nachrichtenagentur, der kommerziellen Nachrichtenagentur Reuters. James Smith, der langjährige CEO von Reuters, sitzt allerdings auch im Aufsichtsrat von Pfizer. Welchen Einfluss hat das auf die Berichterstattung? Ich lege daher Wert darauf, auch internationale Nachrichtenagenturen, gerne auch aus Russland, in die Argumentationsketten mit einzubeziehen. Zur Statistik: 7-Tage-Inzidenz Österreich 178,8. Deutschland leicht gestiegen auf 207,4, mit Impfungen vor einem Jahr, ohne Impfungen 141,0. Offiziell gesund 99,2038% der Gesamtbevölkerung. Gestern Abend haben in München erneut 5000 Menschen versucht, gegen die Coronavirus-Auflagen zu demonstrieren. Das sind die offiziellen Zahlen. Die Polizei stoppte die Demo. Dabei kam es zu Rangeleien zwischen Einsatzkräften und Demonstranten, der ORF berichtet. In Paris gibt es eine Maskenpflicht ab Silvester. Mexiko lässt den kubanischen Impfstoff zu. Italien weitet seine Gesundheitspasspflicht aus. SPD-Vorsitzende Saskia Esken spricht sich gegen Lockdown und Schulschließungen aus. Das Ganze den Zeitungen gegenüber, der Funke Mediengruppe. Bildungsexperten fordern ein Konzept für Schulen. Der Städtetag fordert mehr Tests und Laborkapazitäten. In Sachsen gilt eine FFP2-Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Räumen. Kunden müssen in Geschäften, beim Friseur und auf dem Amt diese Maske tragen. Der MDR wirft die Frage auf: Wie ist das bei den Angestellten? Bei vielen Menschen werden gesundheitliche Bedenken laut. Es gibt Studien, die keine Gesundheitsgefährdung naheliegen. Auf diese bezieht sich der MDR, auf andere nicht. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin schreibt allerdings vor, Beschäftigte in öffentlich zugänglichen Innenräumen, also Mitarbeitende in Behördengeschäften, in Supermärkten oder beim Friseur zum Beispiel, dürfen die FFP2-Maske nicht 8 Stunden am Stück tragen. Nach 75 Minuten müsste es eine halbstündige Pause geben. Die Weltgesundheitsorganisation gibt vorsichtige, optimistische Prognosen in Bezug auf die Corona-Lage im kommenden Jahr ab. Die Welt berichtet über die rätselhafte Übersterblichkeit im Herbst 2021. September, Oktober, November sind mehr Menschen als im Durchschnitt gestorben. Impfungen allerdings als Todesursache halten die Experten für unwahrscheinlich. Felix Soniden, Fachmann für Sterbefalldaten bei Distatis. Er meint, es könnte unerkannte Corona-Fälle geben oder die ersten Folgen von aufgeschobenen Operationen oder Vorsorgeuntersuchungen. Die beobachtete Übersterblichkeit könnte also erstmal zeigen, dass die Pandemie mitsamt allen Maßnahmen eben mehr Opfer fordere als die direkten Todesfälle durch Corona-Infektionen. Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 werden mögliche Nebenwirkungen und Todesfälle in Deutschland dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Bislang gibt es über 1900 Verdachtsfälle. In 78 Fällen hat das Paul-Ehrlich-Institut einen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung als möglich oder wahrscheinlich bewertet. Über 123 Millionen Impfungen wurden erteilt. Natürlich dürfte es Dunkelziffern geben. Mit Sicherheit gibt es Streit um die Zahlen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach schätzt das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen deutlich kritischer ein, als die Meldezahlen es zeigen. Er meint, die Inzidenz sei gerade 2 bis 3 Mal so hoch. Schnelltests sind offenbar weniger präzise bei Omikron. Auch in der Schweiz gibt es Maßnahmen gegen gesunde Menschen ohne 2G-Nachweis. Am 24. Dezember, kurz nach neuerlichen Verschärfungen der Covid-Maßnahmen, veröffentlichte nun ein Juristenkomitee eine Deklaration, in der es die Verfassungswidrigkeit der 2G-Zertifikatspflicht darlegt,
Gerichtet ist das Schreiben an die Präsidentin bzw. an den Präsidenten von National- und Ständerat. Aus dem Text unter anderem, prognostizierte Horrorszenarien seien nie eingetreten. Man verweist auch auf in der Schweiz voranschreitenden Bettenabbau in Krankenhäusern. Die Juristen sprechen sich für einen gezielten Schutz gefährdeter Personengruppen aus, der durch mildere Maßnahmen erreicht werden könnte. Zitat aus dem Schreiben, Ziel des Gesamtbundesrats scheint es einzig zu sein, den widerwilligen, ungeimpften Teil der Schweizer Bevölkerung mit immer totalitärer, anmutenden Zwängen zur Impfung zu nötigen. 200 Juristen haben die Deklaration mittlerweile unterzeichnet. Darüber berichtet hat auch die NZZ. Diskutiert wird in Deutschland die Duldungspflicht zur Impfung, aufgegriffen von Boris Reitschuster. Die Soldaten, die sich gegen die erlassene Duldungspflicht wehren, haben für Donnerstag deutschlandweit dazu aufgerufen, sich an Spaziergängen gegen den unrechtmäßigen Befehl zu beteiligen. Die Soldaten fordern die Zivilgesellschaft auf, zusammen mit ihnen auf die Straße zu gehen und sie zu unterstützen. Sie verweisen auf Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Geschlossen wurde die NGO Memorial in Russland. Grundlage dafür ist ein Gesetz, welches es in den USA in fast selben Wortlaut seit den 30er Jahren gibt. In den USA heißt es Foreign Agents Registration Act. Dort wird das Gesetz restriktiver als in Russland angewendet. Der Spiegel schrieb zu Memorial, die Organisation ist mehrfach zu Geldstrafen verurteilt worden, weil sie sich selbst nicht als ausländischer Agent bezeichnet. Auf ausländische Finanzierung ist Memorial stolz gewesen in den vergangenen Jahren. Unter anderem finanzierte George Soros mit. Es gab aber auch die Botschaften Großbritanniens, Frankreichs und Südkoreas und die EU-Kommission selbst. Memorial wurde fast ausschließlich aus dem westlichen Ausland finanziert. 8 Jahre lang hat sich Memorial den Anordnungen der russischen Behörden widersetzt und verhängte Strafen nicht bezahlt. Jetzt wurde Memorial geschlossen. Für heute ist ein Telefonat zwischen Wladimir Putin und Joe Biden geplant. Gestern gab es 3-stündige Verhandlungen mit Alexander Lukaschenko in St. Petersburg. Das Bundeskabinett bestätigt Gesprächspläne zwischen Russland und Deutschland wegen des Ukraine-Konflikts. Der hohe EU-Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell hat im Interview mit der Zeitung Welt die in Form von Entwürfen jüngst vorgelegten Forderungen Moskaus nach der Nichterweiterung der NATO nach Osten sowie nach Sicherheitsgarantien als eine rein russische Agenda mit völlig unannehmbaren Bedingungen bezeichnet. Die US-Luftwaffe hat einen ersten Aufklärungseinsatz über der Ostukraine nahe der Grenze zu Russland geflogen, es berichtete CNN. Der zweite Strang von Nord Stream 2 ist mit Gas gefüllt. Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, fordert ein Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit. In Argentinien kämpfen Frauen für die Umsetzung eines historischen Gesetzes. Abtreibungen sind seit einem Jahr legal, aber in konservativen Gegenden gibt es Widerstand. Gebrauchtwagen sind in Deutschland teuer wie noch nie. Wetter. Heute meist wolkenverhangen mit Regen oder Niesel. Der meiste Regen fällt im Osten und im Norden. Windig im Bergland. Es wird mild, auch die kommenden Tage. Machabu. Alternative Music.